Ja, und ab geht die wilde Sause. Wir sind überlastet und können nicht mehr laufen. Warum ist das so? Meine kleine Sequenz sogar mal. Wie geil. Ich finde, sowas hätte dieses Spiel öfter gebraucht. So als Übergangssequenz. So, jetzt bin ich nicht mehr belastet. Und Fox und Johannes sind offenbar neben dem Zug hergelaufen. Gut, oder waren wahrscheinlich im anderen Waggon und durften früher raus. Ich werde es mal so. Was ist das? Kein Mülleimer. Schade. Weeble Dare. Vortech. Ja, das werdet ihr sein. Nur eben als soziales Experiment und nicht als Freunde, nicht wahr? So, eine Flasche Milch steht schon bereit. Das freut mich sehr. Und eine Schachtel Zigaretten. Für die Gesundheit ist also gesorgt. Das freut mich. Und hier ist auch nichts. Gut, gehen wir also hoch zur Air Force Basis. Base. Wenn überhaupt. Zwei Möglichkeiten und ein Ghoul. Guten Tag. Schützturm. Oh, warte mal. Dankeschön. Mein, bist du wirklich tot? Naja. Das war nicht so einfach wie gedacht. Aber gut. Für mich zufälligerweise noch ganz viele Energiezellen hier. Eher nicht. Und auch da nicht. Immer wieder Altmetall und Wunderkleber. Damit wurde alles repariert offenbar. Diese Tür ist durchschnittlich verschlossen. Vielleicht finde ich ja irgendwelche wichtigen Materialien da drin. Oder eben auch gar nicht. Ein kaputtes Terminal, was gleich explodiert. Oder doch nicht. Geschützturmsteuerung. Hätte ich vielleicht jetzt gerade vorher schon hacken sollen. Vielleicht ist ja vorne noch irgendwas. Building. 4 von 8 korrekt. Studying. Das Ing ist schon mal ganz gut. ST. Ja, nee, der Rest ist allerdings nicht besonders hilfreich. Standing. Das Ding ist natürlich gut. Und es startet das System. Geschützt zum Deaktivieren. Systeminformationen. Alles Enklave Benutzergruppe. Schön. Ah ja, und das ist sozusagen dieselbe Stellung nur von hinten. Gut zu wissen. Ja, ist ja gut. Dann Finger nehme ich mit. Medex, Mikrofusionsstand nehme ich gerne mit. Und Plasmagewehr habe ich, glaube ich, ne? Oder habe ich es da gelassen? Ich habe es auch mal da gelassen. Mein Negligé habe ich ja mitgenommen. Witzig. Naja. Die Prioritäten müssen gesetzt sein. Pfeil hast du auch dabei. Völlig sinnlos, weil du keine Pfeilpistole hast. Aber gut. Wir haben nicht mehr so irre viel Munition für diesen Gatling Laser, beziehungsweise für Rache. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Müssen wir vielleicht bald mal auf ein anderes Gewehr umsteigen. Aber gehen wir erstmal raus. Den Ausgang zur Adams Air Force Basis finden. Dürfte ich jetzt, genau, gerade erfüllt haben. Aus dem Nachschubcontainer Befehle und Ausrüstung bergen. Wird irgendwo sonst noch ein Ablenkungsmanöver stattfinden, oder? Zwei Vertibirds. Und ein Gegner da hinten. Irgendwo da. Sie sollen bleiben. Das Ding. Vergiss es. Da ist noch ein Gegner. Sie sollen Blei fressen. Ja, okay, aber wo? Dahinter irgendwie? Gut. Dann lassen wir es noch gerne dahinter und gehen erstmal in den Container hier rein. Ja, ein Stimpack nehme ich gerne mit, das schmutzige Wasser kannst du behalten. Geschützt zum Kontrollsystem. Okay. Vielleicht soll ich die ganzen Kramer vorher hacken, bevor ich erst kaputt schieße, aber gut. Merchants. Und haben wir direkt das richtige Wort gefunden. Händler. Dann. Warte mal. Ich konfiguriere einfach mal neu. Reagiert allerdings nicht. Dann deaktiviere ich es eben, weil ich es wahrscheinlich schon kaputt geschossen habe. Ist noch irgendwas Feines hier drin? Ein Werkzeugkasten. Stimpaks habe ich hier. Wunderbar. Eine Stange Zigaretten, die ich aus irgendeinem dummen Grund gerade mitgenommen habe. Hier. Okay, was genau ist das? Ein Roboter. Aber er ist offenbar kaputt, oder wie? Durchsuchen, Robohirn, Energiezellen, vielen Dank.
Man kann doch hier bestimmt... Kann man hier nicht durch? Wahrscheinlich kommt man von hinten ran. Lassen Sie mich kurz mal durch. Oh Gott. Weil da war eine Kiste. So eine Enklavenkiste und die ist in der Regel gar nicht mal so schlecht. Oh, guck mal, hier ist auch was. Ein Nachschubcontainer, wunderbar, die Befehle, Elektronenladeteile, eine Tesla-Kanone. Gewicht 8, das heißt also, ich habe irgendwas wieder abzugeben gerade. Was gebe ich dafür ab? Aufbereitetes Wasser kann ich schon mal 2 Pfund weglegen. Zack, zack. Na, würde ich ganz gerne behalten, die Quantum. Hier, der Rest wiegt eigentlich nichts. Kleidung, ja, Lindens Power-Rüstung natürlich ziemlich viel. 26 Schadensreduktion. Ach, guck mal. Jetzt mittlerweile ist wieder besser als die andere. Wunderbar. Waffen. Was gebe ich davon ab, was zu schwer ist? Hinterwäldlergewehr, Impulsgranaten. Wiegen nicht so viel. Impulsminen auch nicht. Ich muss ja mal in 5 Pfund jetzt mindestens loswerden. Ach nein! Ich bin jetzt wieder eine Belastungsgrenze, weil ich Lindens Power-Rüstung angezogen habe. Wie geil! Ein riesiger Erste-Hilfe-Kasten mit aufbereitetem Wasser, Buff-Outs, Red Eggs und Stimpak. Wunderbar. Wollte er wahrscheinlich noch darauf zugreifen, hat es aber dann doch nicht mehr geschafft. Aber gut. So, dann schauen wir uns doch erstmal die Waffe an. Oh nein, schauen wir uns erstmal die Befehle an. Komm. Aufgaben. Nein, Notizen. Befehle. Hier spricht Paladin Tristan. Wenn Sie das hören, haben Sie es durch die präsidentiale Metro geschafft und müssen nur mehr die Adams Air Force Basis überwinden. Laut unseren Spähern befindet sich die Abschusssteuerung des Raketensatelliten im Hauptturm der mobilen Plattform der Enklave. Der einzige Zugang zur Plattform führt über eine Rampe, die von einem Enklavenwachposten im alten Turm zur Luftraumüberwachung runtergelassen wird. Beim Öffnen der Kiste wurde ein Leitsender aktiviert. Wir fangen das Signal ab und leiten den Angriff ein, um Ihnen beim Eintritt Deckung zu geben. Viel Glück und alles Gute. Vielen Dank. Ich habe ehrlich gesagt nur so halb zugehört, wenn ich ehrlich bin, aber wir sollen eine Brücke runterlassen und dann lenken sie irgendwie alles ab. Hier ist keine Kiste ausnahmsweise drauf. Hier ist ein riesiges Tor, wo wir logischerweise nicht durchkommen werden. Aber wir folgen einfach mal dem einzigen Weg, den wir gerade haben. Ich bin gespannt, was die Tesla-Kanone so kann. Vielleicht speichere ich vorher mal. Denn wir haben ja nur 1200 Schuss knapp. Da... Hui. So, damit ist der verdammte Flammenwerfer weg, das freut mich. Ah, ich sehe schon, wir haben nicht so wahnsinnig viel Schuss damit. Da oben ist der nächste. Weitere Geschütztürme. Warte mal, dafür kann ich aber tatsächlich auch die Gauss-Kanone nehmen. Weil die halt... Eine wunderbare Treffsicherheit. Und 2 Schüsse machen die ganz gut klar. Wir haben verdammt viele Geschütztürme hier oben. Komm schon. Paar Stimpacks genommen. So, jetzt aus der Reichweite. Oder aus der Sicht zumindest. Wunderbar. Kann der Hit mich überhaupt treffen? Scheinbar nicht. Na, wie günstig. Dann lösen wir das Problem eben gerade so. Und da hinten ist wahrscheinlich noch irgendwo einer. Den wir aber gerade noch nicht sehen können, wahrscheinlich aus unserer Perspektive hier. Jetzt hast du mich wirklich zornig gemacht. Na komm. Schade. Ach komm, ich bitte dich, man kann euch hier durchschießen. Jetzt.
Okay, der hätte schon wieder ein Geschütz. Oh mein Gott, was ist denn los hier? Aber es ist schon ganz gut, dass wir die Geschütze bevorher ausgeschaltet haben. Vier Stück sehe ich. Vier Gegner. Einer ist da. Voll daneben. Oder beziehungsweise voll an dieses Rohr. Ach, das machst du. Wunderbar, Fox. Hallo. Ein weiterer Bertie Bird. Wahrscheinlich setzt er gleich Leute ab, die tierisch nerven werden. Aber da kann bestimmt der Testerkanone gleich ein bisschen drauf einwirken, nicht wahr? Genau, hau ab. Okay. Ich wollte gerade sagen, da war doch wohl was. Ah. Sag mal. Angriff, Mister. Es wird gefeuert. Ich werde geschossen. Ja, das mag sein. Ich wurde getroffen. Sehr gut. Angriff eingeleitet. Na, sag mal. Den Hammer. Der ist auch gleich tot. Das nächste Mal will ich einen Kampf sehen. So, müsste ich getroffen haben. Fox geht's gut. Fox geht's hervorragend. Hab ich gerade durch dich durchgeschossen? Sag mal, wieso treffe ich dich nicht? Doch, jetzt habe ich. Verdammt. Ist eine gute Position hier. Ach, warte mal. Könnte ich nicht mal ganz kurz hier auf die Entfernung die Fatman zünden? Oh. Nee, ist zu weit entfernt. Schade. Wunderbar, einer ist erschossen worden. Und den Rest treffe ich uns verreckt nicht, oder was? Oder man sieht es zumindest nicht. Ja. So richtig organisiert sind die Herrschaften ja auch nicht, wenn hier ein Scharfschütze unterwegs ist. Ich meine, sie können doch einfach herkommen und versuchen mich zu töten oder irgendwie wenigstens auf mich schießen. Aber so ist auch okay für mich. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Das Brahmin-Steak möchte ich nicht unbedingt haben. Energiezelle, Finger und den Rest, den Brennstoff, kann man noch mitnehmen. Ich habe eh keinen Flammenwerfer dabei, glaube ich. Du gehörst zu derselben Person. Hier waren noch zwei, oder? Hat der andere so runtergepurzelt. Dann nehme ich deine Mikrofusionszelle, dein Wein, deswegen hast du wahrscheinlich nicht getroffen. So, reagiert er erst, wenn ich unten bin, oder was? Schon wieder zwei da. Ah, dann lass die da sein. Ich gehe erstmal kurz hier und gucke mir den Rest an. Mach gerade mal das Tor noch auf. Wenn das überhaupt aufgeht. Kein Zugang. Gut, dann nicht. Dann schaue ich mir den Laster hinten noch an, ob ich da noch irgendwas Gutes dran... Nein, komm. Jetzt höre ich mal auf mit diesen ganzen Gelute hier. Müssen wir wieder einmal am Riemen reißen. Hm. Moment. Wie wär's, wenn wir mal das Tesla-Gewehr wieder nehmen? Tesla-Kanone. Tesla-Gewehr wäre geiler gewesen, glaube ich. Zu geilen Blitzen, aber so ist auch schön. Kann man eigentlich dich auf die Entfernung? Ja, nee, nicht. Ah, doch. Ach, jemand schießt endlich mal zurück. Wie aufmerksam von euch.
trifft sogar. Oh, guck mal, hier. 308er Kaliber Schuss. Das ist doch für ein Dingsgewehr. Ein Artillerieschalter. Und Artillerienotiz Nummer 1. Ich verstehe. Wie nett. Und eine Enklavenkiste mit Energiezellen. Wunderbar. Aber wo sind eigentlich meine Leute? Ach, da hinten. Das ist natürlich nicht hilfreich. Einmal dich. Dann dich. Und einer ist es noch, ne? Komm mal raus. Danke. So. Den hätten wir dann mal. Aber ich will ganz gerne mal die andere Leiter hier anschauen. Oder Treppe. Da wo Fox... Ach nee. Fox? Du kommst nicht so richtig klar, oder? Mit so Treppen. Naja, gut. Niemand hat von dir verlangt, besonders intelligent zu sein. Ach, guck mal, da ist nur einer von denen. Okay. Gut, dann nehmen wir halt die Treppe, die wir geben sollten. Gerade eben erst war schon die richtige Wahl. Ich nehme nochmal zwei Stimpacks und wir machen jetzt ein bisschen hin hier. Wir wollen ein bisschen vorwärts kommen. Komm, hier, so. Hat jemand von euch nützliche Munition für mich? Ja, ein paar Dinge. Nein, das will ich nicht haben. Dankeschön. Ein Finger, Mikrofusionszelle, Plasmaminen will ich nicht haben. Obwohl, der Plasmaminen nehme ich ja mit. Die ist, glaube ich, ganz gut. Obwohl ich sie, glaube ich, noch nie verwendet habe. Das Jet natürlich. Selbst hier mit dieser gut organisierten Einheit ist diese Droge gedrungen. Und wisst ihr was? Wir haben gerade vergessen, die Artillerie-Tweets mir anzuschauen. Vom Oberkommando der Enklave Artilleriebefehl Nummer 447 Sektor 1. Die Sternenbruderschaft hat den Perimeter des Stützpunkts gesichert. Es wurden Artillerieangriffe auf Sektor 1 genehmigt, falls und nur dann alle anderen Ressourcen erschöpft und die Ziele deutlich sichtbar sind. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Ah ja, das haben wir gemacht. Wir haben einfach mal irgendeinen Schalter gedrückt und haben danach Notiz gelesen. Viel später erst. Danke. Ein weiterer Vertibird, ein weiterer Gegner, okay. Und es wurde bombardiert. Ich nehme an, hier soll man wohl reingehen. Aha, eine Todesklaue, Kralle, wie auch immer. Die aber offenbar zu mir gehört, Entschuldigung. Na dann. Stimmt, wir haben immer noch diesen komischen Sensor mit uns. Wir haben ein schweres Terminal. Perpetrator. Tja, das geht auch schon mal ziemlich gut. So schwer war es nicht. Muss wahrscheinlich unglaubliche Intelligenz von Lisa liegen. Fertigtür aufschließen und öffnen. Oh, jetzt bist du doch feindlich. Na dann. Dann musst du eben sterben. Okay. Hab ich zwar gefragt, warum du gerade eben nicht feindlich warst, aber gut, Todeskreise ist vielleicht nicht gerade die friedliebsten Kreaturen. Vielleicht hat es auch was gegen Hunde, ich weiß es nicht. Nein. Mittlerweile hat dieser kein Verständnis mehr dafür, dass irgendwer hier noch großartig arbeiten will. Wo es doch offensichtlich gegen die Gebote Gottes verstößt, gegen die Enklave zu arbeiten, weil die Enklave offensichtlich gegen Lisa agiert. Und so ein Verstoß muss geahndet werden. Und die Strafe heißt hiermit der Tod. So, hier kann ich wahrscheinlich noch so ein Terminal aufschließen. Brauche ich aber nicht unbedingt. Ich nehme dafür lieber ein paar Stimpacks. Und guck mal hier nach oben. Eine weitere Todeskralle. Naja, gut. Nee, lasse ich mal drin. Die brauche ich nicht wirklich. Ich brauche keine Kreaturen, die Ach, guck mal, wir sind auf der anderen Seite. Wunderbar. Ich brauche keine Kreaturen, die irgendwie
eingesperrt sind, jetzt irgendwie töten. Das ist keine richtige Jagd, das ist kein wirklicher Gegner. Diese Todeskralle stellt keine Gefahr für uns dar, deswegen ist es unnötig, sie anzugreifen. Wo ist eigentlich Fork, sag mal? Wunderbar. Wahrscheinlich ist Fork noch zu nah dran. Okay. Ach, der Laster hier. Als dass er irgendwie sich zu uns teleportieren würde. Aber er ist zu weit weg, um nützlich zu sein gerade für mich. Naja, gut. Wir speichern nochmal. Da sind irgendwelche Sendemasten. Da oben ist noch irgendwie ein Gegner oder dahinten sind ein Gegner. Kann man hier durch? Man kann nicht, aber man kann schon mal angegriffen werden. Sehr schön. Na, das kriegen wir schon irgendwie hin. Was? Das ist die Tesla-Waffe, die hier gerade so blitzelt. Und es gibt verdammt viele Explosionen hier. Ah, da herrscht praktisch Krieg zwischen der Enklave und den an der Sterne der Bruderschaft. Hier ist viel Geblitzel und eine Kiste. Wunderbar. Kronkorken, naja gut. Der Schreibtisch ist auch mal während des Kampfes nicht benutzbar. Aktenschränke. Ja gut. Kann man da nicht helfen? Wunderbar, man kann. Nein, das ist nicht hilfreich. Ah ja. Wir sind hier umgeben von Feinden, aber ich sehe... Ach da. Ich wollte gerade sagen, weil ich sehe hier keinen einzigen. So. Einmal hier deinen Höllenofen wegnehmen. Sehr gut. Was bist du... Was bist... Dein Arm, mein Bein. Was bildest du doch ein, meinen verdammten Hund anzugreifen? Verdammt, Entschuldigung, meinen heiligen Hund anzugreifen. Ja, ja, röchel dir ruhig. Brennstoff für Flammenwerfer, das da. Finger und dieses. Also wenn meine Rüstung irgendwann kaputt geht, werde ich mir wahrscheinlich die Höllenrüstung irgendwann, diese Enklave-Rüstung irgendwann nehmen. Oh, warte mal. Sind ja wahrscheinlich nicht meine Freunde. Hilfe, Hilfe. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht, alles schlecht. Ganz viele Stimpaks. Oh mein Gott. Ah, ich sehe Fox wieder unter uns. Wunderbar. So, ganz schnell. Stimpaks wieder mal. Puh. Ja, ja. Bist du da kaputt? Jetzt. So. War hier gerade jemand? Offensichtlich war hier gerade jemand. So. Danke, danke. Und den Rest können wir gerade behalten, obwohl ich Nuka-Cola gerade mal direkt trinke. Hilfe. Nuka-Cola. Schluck, schluck. Wunderbar. Und Johannes knurrt schon wieder. Was ist denn in diesem schwer bewachten Bunker eigentlich gerade drin? Bis nach links und rechts gucken, vielleicht soll man ein bisschen taktischer vorgehen und nicht mehr so auf offenem Feld rumlaufen. Und natürlich auch wieder die Tesla-Kanone nehmen, weil auf mittlere Distanz ist die gar nicht so schlecht. Beim Angriff. Bei kurzer Distanz auch mal überhaupt nicht. Ich wurde getroffen. Entschuldigung. Johannes. Ach guck mal, bei Tesla-Kanonen googelt ihr ein bisschen mehr, kann das sein? Wie schön, dass wir es rausgefunden haben. Was ist denn hier hinten verborgen? In dieser kleinen Gasse. Nix. Komm, du kannst euch erzählen, dass hier nichts ist. Ja. Ganz viele Stimpaks. Mikrofusionszellen, eine weitere Plasmamine. Soldat der Enklave-Protokoll Nummer 1. Wunderbar. Das hören wir uns gerade mal an, wenn man das anhören kann. Wo ist er denn hin? Wo ist der verdammte Mist? Wo steckst du? Ah. Ah. Ja.
Crime, du verdammter Sohn einer Blechhure. Du bist tot. Was? Soll das ein Witz sein? Jetzt schon? Okay. Ein Haufen Mist hier. Prime, wenn du nicht da bist, du Miststück. Mist, wieso ist das Ding eingeschaltet? Ja. Yeah. Offenbar wurde, hat der Herr den Raketenangriff koordiniert. Man hat den Prime schon erwartet. Aber gut, es war praktisch sozusagen eine Falle, um den Roboter auszuschalten. Wieso auch nicht? Ah, guck mal, ganz viele Ressourcen. Impulsmine. Ah, Stealth-Bäuerchen nehmen können, will ich aber nicht. Eine Plasmamine, na. Gut. Bleiben wir jetzt dabei. Elektronenladeteil, das ist gut. Sogar sehr gut. Ah, ein Artillerieschalter, super. Artillerienotiz Nummer 2. Auch das hören wir uns, oder gucken wir uns kurz mal an. Vom Oberkommando der Enklave Artilleriebefehl Nummer 553, Sektor 2. Die Sterne Bruderschaft hat den Perimeter des Stützpunkts gesichert. Es wurden Artillerieangriffe auf Sektor 2 genehmigt. Falls und nur dann alle anderen Ressourcen erschöpft und die Ziele deutlich sichtbar sind, gehen sie mit äußerster Vorsicht vor. Nix fertig. Wir drücken alles und gucken dem lustigen Bombardement zu. Die Frage ist nur, wie hätte ich hier vorher hinkommen sollen? Ach, guck mal, von hinten geht's auch weiter. Ah. Ja, das war der Laster wahrscheinlich. Erste Hilfekasten. Wieder mal schmutziges Wasser, vielen Dank. Warte mal. Das will ich kurz mal ablegen. Immer wieder greife ich mir alles hier. Hilfe, schmutziges Wasser ist keine Hilfe. Und ein Terminal, geschützt und Kontrollsystem. Das ist völlig egal, weil wir das gerade beide Geschütztürme zerstört haben. Wir hätten also von hier kommen können. Ja gut, jetzt sind wir es nicht. Jetzt können wir auch wieder runtergehen. Aber es gibt offenbar fast immer auch einen anderen Weg hier, oder was? Interessant. Ich hoffe mal, dass Frogs hinterherkommt jetzt. Der hat nämlich eben durchaus genützt. Ach, er kommt. Wunderbar. Da vorne geht es nicht lang. Da ist eine Sperre. Wir müssen also hier lang. Und da war es auch schon wieder der nächste Gegner auf uns. Moment. Ah ja, ich bin außerhalb seiner Reichweite, oder was? Wunderbar. Ich denke, er ist stehen geblieben, aber irgendwas anderes schießt auf uns. Kurze Frage. Achso, mein Arm ist verkrümmelt, deswegen zittert es gerade so. So. Bisschen Unterstützungsfeuer geben. Drei Leute von der Enklave mittlerweile. Und noch mehr von da hinten. Na, vielen Dank. Da. Irgendwie. Bist du einer? Ja. Okay. Ist mal sicherlich getroffen, aber ist okay. Oder dich. Gut. Wir nehmen mal die Tesla-Kanone. Die macht eigentlich gerade ein bisschen mehr Spaß. Außerdem ist sie wahrscheinlich dafür gedacht für diese Mission. Angriff, Mr. Peter. Kann man euch einfach das Ding hier zerstören? Oh, jetzt natürlich gerade Johannes in der Nähe gewesen. Ja, Johannes geht hinter die Barrikade und räumt mal ordentlich auf. Das nehmen wir mit. Den Rest lassen wir mal da liegen. Was denn jetzt? Da hinten. Wunderbar. Ein paar Stimpacks wieder. Die ich ja en masse hier nehme. Okay. Den kriegen wir auch noch weg. Ups. Na, komm schon. Ja, ich bin noch da. Sehr schön. So, darf man hier rein? Hier vorne darf man rein.
Ja, ein bisschen Radioaktivität, kein Problem. Mach ich mir erstmal die Enklavenkiste hier. Mikrofusionszellen, die Impulsmine kannst du behalten. Dankeschön. Raketen und Plasmamine. Wunderbar. Plasmamine lasse ich trotzdem da. Gibt es noch weitere Gegner, weil du. Genau, Fork scheint so ein bisschen angespannt zu sein. Oh ja. Die hasse ich ja besonders. Ja, deswegen musst du auch wieder sterben. So, eine kurze Frage, wie viele Stimpacks habe ich eigentlich noch? Weil ich habe das Gefühl, dass ich ganz schön viele einwerfe. 132, okay. Nehme ich mal kurz mal angepasstes Biogel. Danke, danke und danke. Und guck mal, wie ich hier weiterkomme. Schade. Wäre eine schöne Kettenexplosion jetzt gerade gewesen. Entdeckung Adams, Luftwaffen, irgendwas, habe ich gerade gelesen. Und hier würde ich kurz mal gerne reingehen. Das ist ein schöner Geschützstand, der sich so aufklappt und sowas. Finde ich echt ein cooles Design hier. Mikrofusionszellen. Ach, jetzt haben wir... Ja, okay. Jetzt, wo ich nicht hingucke, kommt die Explosion. Buff-Out und Stimpack. Okay. Noch irgendwas? Nein? Schön. Kann ich gehen. Wir können übrigens auf die Weltkarte gucken. Was habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht hier. Ich habe gerade schon eine kleine Karte hier. Weltkarte. Adams Luftraumkontrollpunkt. Adams Lagereinrichtung. Und Eingang. Okay. So, hier ist der Kontrollpunkt irgendwo. Ah, Control Tower. Wunderbar. Gehen wir nochmal hoch und schauen uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall auch noch ein Gegner hier. Ich schätze auf... Ich tippe auf einen Turm! Offensichtlich, der mit einem Schuss weg ist. Respekt. Okay. Geh mal rein, der Frog schon so erwartungsfroh davor steht. Was wollten Sie sagen? Ich wollte sagen, dass du ein ganz fantastischer Mann bist. Los! Gut. Bevor wir uns hier mal umschauen, mache ich kurz meinen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.